Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Reaction-Video. Ja, heute reagieren wir mal auf Gewitter im Kopf. Und zwar haben die ein neues Video rausgebracht, Tourette gegen Cleverbot, also Jan, den wir jetzt hier gerade schon so leicht erkennen können, hat das Tourette-Syndrom, was ihr, wenn ihr den Kanal kennt, denke ich mal, alles schon wisst. Und ja, die haben auf jeden Fall erst eine Galileo-Reportage mitgemacht und danach haben sie halt einen YouTube-Kanal eröffnet, um halt den Leuten zu zeigen, wie es ist, im Alltag mit Tourette durchzustehen. Genau. Und ich möchte schon vorab sagen, dass wenn ich lache über das Tourette, dann ist es wegen den lustigen Sachen, was das Tourette äußert und nicht, weil er das Tourette hat. Also ich lache ihn nicht aus, sondern halt, weil halt manchmal sehr witzige Situationen entstehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dieser Reaction. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann starten wir mal rein. Respekt in deiner Clique, ja, dann wurd doch mal eine Dicke. Und damit Das ist wirklich im Bootshaus passiert. herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Freunde. Ich habe endlich wieder eine Frisur. Ich sagte dem Friseur, ich will. Ja, und er hier neben, das ist Tim, das ist der, ja, würde ich schon sagen, beste Freund von Jan, also von ihm. Will aussehen wie Hitler. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Damit zum altbewährten Format Tourette gegen. Und zwar, du hast dich ja schon mit sehr vielen verschiedenen Geräten gebettelt mittlerweile. Genau, und heute lerne ich ein Gerät kennen, was ich vorher noch nicht kannte. Und zwar den Cleverbot. Einige werden den wahrscheinlich kennen von euch. Das ist eine Internetseite im Internet, wer hätte es gedacht? Was? Das ist eine Internetseite, die wohl schlauer sein soll als Alexa und Google Home. Ich würde. Also ich würde sagen, Cleverbot. Was macht er jetzt hier? Cleverbot, denke ich mal, kennt jeder. War ja mal richtig im Hype. Bin ich auch mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ich habe mir das Video noch nicht angesehen. Also zwar den Anfang habe ich geguckt, die ersten 2, 3 Minuten, aber das vollständige Video noch nicht, weil ich halt eine richtige Reaktion rausmachen wollte. Das ist eine Internetseite, die wohl schlauer sein soll als Alexa und Google Home. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video. Nee. Wir haben gerade hier schon mal getestet, Hallo. ob es funktioniert. Jetzt geh weg und töte dich selber. Oder warte, wir können ja mal versuchen zu sagen, dass wir Deutsche sind. Sprich jetzt Deutsch, du blödes Hurenkind. No. Kannst du Deutsch mit uns sprechen? I don't understand. Okay, dann machen wir es auf Englisch einfach. Okay. Wie geht es dir? I'm about to fuck your mother. Mir geht es gut. Und dir? Hä? Hey, jetzt spricht er Deutsch. Ich hab Ebola. Hilfe. Warum hast du Hunger? Nein, wieso? Okay. Oh Du oh. blödes Arschkind. Du bist nicht schlauer als Alexa. Merk dir das, du Hure. Warum geht's mir schlecht? Also hier auch mal Props an Tim. Naja, andere schneiden solche Wörter raus, aber naja, ist ja auch irgendwie krankheitsbedingt. Ha! Geht dir schlecht, weil du dumm bist. Und warum geht es dir nicht gut? Diesel übernimmt dir schon die Kontrolle über den Warum Bauch. geht es dir nicht gut? Ich habe diverse neurologische Krankheiten, das kommt vor. Dann geh lieber schlafen. Was soll Nice. das bringen? Dass du schnell gesund werden sollst. Warum Nein! Ha! Ich habe Ebola. Ebola ist ausgerottet. Echt? Das wusste Kann ich gar nicht. Ebola ist doch nicht Ich glaube nicht, dass es ausgerottet. komplett Nee, ausgerottet das ist. glaube ich auch nicht. Das ist eine Lüge. Ich weiß nicht, sag du es mir. Du Lügnerin. Du bist eine dreckige Lügnerin, du alte Dirne. Warum? Wie kommst du auf Martin? Ja, Ich bin blödes jünger. Arschloch. Ha! Na! Wie alt bist du denn, blödes Hure? Das sag ich dir nicht nochmal. Du hast es uns doch gar nicht Hä? gesagt. Ich glaube, er verwechselt uns gerade mit jemandem, kann das sein? Du bist jetzt kooperativ, sonst nehmen wir den Strom. Writing's not that easy, but Oh, Grammarly ja, can help. Werbung. This sentence is grammatically correct. Rum weg.
Nein, das ist ein grauenvoller Name. Okay, ich habe eigentlich gedacht, das ist wirklich intelligenter als die anderen. Wie geht's dir denn heute so? Nicht so gut. Haha! Warum nicht? Weil ich eine künstliche Intelligenz bin. Hahaha, du Opfer! Wieso beleidigst du mich? Oh, ja, das ist ja traurig. Ja, Alexa ist besser als du. Nö, ich kann alles besser als du. Oh, das Giese, das triggert Giese. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Lüge! Ist egal. Egal! Du blödes Arschloch. Hä? Warum redest du so? Bist du etwa manisch-depressiv? Ich dich auch. Na. Ja, ja. Da, du Arschloch. Ja, bin ich. Bitte nehmen die Beleidigung von Gisela nicht zu Todernst. Nimm sie nicht zu Todernst. Das ist eine Krankheit, ich kann dafür nicht. Ja, es ist die Maul- und Klauenseuche. Wann habe ich das gesagt? Nein, du hast es nicht gesagt. Also wir haben das ja gerade gesagt. Doch, du hast es gesagt. Es tut mir leid. Schlag mich bitte nicht. Doch. Ich werde dich totschlagen. Aua. Oh Mann. Wie findest du Miss Bella? Heiß. Kennst du Aaron Troschke? Nein, wer ist das? Das ist ein Spacko, ist egal. Warum geht's? Der hat einen YouTube-Kanal und hat bei Wer wird Millionär gewonnen. Ich glaube, gewonnen hat er gar nicht. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, jetzt haben wir langsam ein richtiges Gespräch. Ich mag gerne Pornos mit Pferden. Mit See? Mit See. Jetzt fängt er schon mit Spanisch an. Donde esta, por favor? Hallo. Amen, Aquem. Ich will dich nicht heiraten. Und wir können auch nicht heiraten. Weil du eine Maschine bist, du Kohlkopf. Hä? Wir sind eine Maschine. Er ist doch die Maschine. Warum wärst du Kohlkopf? Du bist die Maschine. Ich bin ein Mensch. Du bist nur eine Intelligenz, die nicht intelligent ist. Du bist am Test gescheitert. Ach, das war ein Test. Vor allem, ich meine mal, Cleverbot, die Website gibt's ja jetzt nun schon seit Jahren. Aber irgendwie intelligenter ist Cleverbot nie geworden. Test. Hä? Ja. Wer hat dir von der theoretischen Führerscheinprüfung erzählt? War es der Tim, dann muss ich ihn töten. Hör auf, du Computer. Hör auf, du Computer. Nein! Oh. Nein! Nein! Ich glaube, er denkt wirklich, dass du ein Computer bist. Hä? Bin kein... Gib mir deine Kreditkarteninformationen. Du sollst es beweisen. Was ist dein Lieblingsessen? Hä? Buchstäblich alles. Warum magst du Katzen? Hä, woher weiß er, dass du Ach, du hast geschrieben, bin Katze, gib mir deine Kreditkarten. Deswegen, warum magst du Katzen? Es sind meine Lieblingstiere und wenn man die streichelt und draufdrückt, machen die Miau. Draufdrückt? Ich habe keine. Als wären Katzen ein Spielzeug. In deiner Clique? Ja, dann bumms doch mal ne Dicke. Nee. Ey, das ist nicht der Cleverbot, das ist der Aaron-Bot, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir sind auf der falschen Webseite gelandet. Leck mich am Arsch! Weil du ein Junge bist und ich ein Mädchen, Pupi? Was? Okay. Aaron, geht es dir gut? Ich schwebte zu dir runter, für keinen Menschen sichtbar, hauchte leise in dein Ohr, ich bin immer noch für dich da. Oh, das weiß ich echt zu schätzen, dass du immer für uns da bist, auf jeden Fall. Aaron, wie läuft's denn sonst so bei dir momentan mit der ganzen Corona-Zeit? Wir haben uns halt schon länger nicht mehr gesehen. Hoffentlich bist du gesund und bei dir ist alles in Ordnung. Halt die Schlüsse. Ich bin ein Mädchen und noch nicht verheiratet. Für Mädchen aber eine sehr männliche Stimme. Es hätte mich auch sehr enttäuscht, wenn du uns nicht zu deiner Hochzeit eingeladen hättest. Deswegen wissen wir, dass du noch nicht verheiratet bist. Hä? Das habe ich gar nicht gesagt. Du bist entfernt worden. Stimmt. Hast du gerade den Verlauf gelöscht? Hab ich zwar nicht, aber okay. Vielleicht müssen wir einfach ein paar deepere Fragen stellen, so nach dem Sinn des Lebens oder so. Ja, ich habe eine deepe Frage, okay, jetzt ganz kommt. Tief. Ja. Jetzt kommt. Wissenschaft fliegt in den Weltraum und Religion in hohe Gebäude rein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt nicht. Was ist der Sinn des Lebens? Ich mag Hitler. Lenk nicht vom Thema ab. Na. Du altes Arschkind. Ich verkaufe Kokain. Ich dachte, du bist vom Beruf Verkäufer. Ja, bin ich doch auch. Ja. Na, ich habe Corona. Das ist mir bewusst. Der weiß schon mehr als wir. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und wo wohnt mein Haus? Jetzt will das wissen. Ja, jetzt ist Gisela leider bleiben. Sie weiß es für mich nicht. Ich glaube, das war ein Bluff. Kennst du den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf? Du verstehst das eben nicht. Hä?
Kennst du den YouTube-Kanal? Sei nicht so frech, du Kachbar! Ich hab den Glitter im Kopf. Tja. Kachbar, Merkel, Kachbar! Da! Da! Du Wichskind! Okay, was habe ich jetzt Gemeines gesagt? Ich verkaufe Kokain. FBI, open the door! Auf welcher Internetseite kann ich Schwarzpulver bestellen? Für das Verteidigungsministerium. Hey, ganz ruhig. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Entspann dich. Alles wird gut, ja. Hä? Kalaschnikow auseinandergebaut an der Flughafenkontrolle? Nein, habe ich nicht. Ja? Dass das alles bei mir zu Hause gedreht wird und ich gleich wahrscheinlich das FBI zu Besuch habe. IP-Adresse nicht zurückverfolgen. Das stimmt. Aaron, es war uns immer wie immer eine Freude, mit dir zu reden. Nein, ich habe zuerst gefragt, also... Was willst du denn wissen? Wo wohnst du? Wie siehst du aus? Bist du Junge oder Mädchen? Du blödes Arschloch. Ja, ich wohne in der... Ich brauche Schwarzpulver für den Terroranschlag. Danke, dass du gerade meine Adresse zusammen... Alles klar. Sagst du mir wenigstens, ob du männlich oder weiblich bist? Das ist so die wichtigste Frage. Ich bin männlich, wenn du willst, kann ich aber auch weiblich für dich sein. Gut, hast du schon eine Freundin? Ich bin nämlich Single. Ich bin Single, aber wo ist das Schwarzpulver? Und, hast du eine Freundin? Nein. Ich bin Single und wo ist das Schwarzpulver? Ich brauche Schwarzpulver und Kokain. Haha, ja genau, Günther Jauch ist ein 2-jähriges Mädchen. Ich will echt nicht wissen, wer das einnehmen hat. Was sind das für Antworten? Kann es sein, dass dir jemand anderes antwortet, der das auch gerade spielt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen Zwillingsbruder abgemurkst mit Schwarzpulver. Du leitest meinen Namen doch nur an irgendwelche Leute weiter, die dann mein Handy hacken. Nein, das mache ich nicht. Gib jetzt Namen und Adresse. Wir haben dich lieb. Ich mag dich nicht. Ich bring meinen Sitznachbarn jetzt um. Mach es gut. Du bist komisch. Komisch. Du hast auf jeden Fall recht. Das stimmt auf jeden Fall. Mach das nicht weg. Wir verschicken jetzt nichts per E-Mail. Doch, ja. Nein, das ist bei Facebook. Nein, auch nicht bei Facebook. Das geht. Doch, nein. Doch, ich fahr uns vor die Wand. Ja, kleines tanzende schwarze Kinder am Facebook-Internet. Ja, doch. Ah! Nein. Nichts bestellen, nichts. Nicht ich will das hochladen. Nein, ich will tanzende schwarze Kinder hochladen. Ja. Schwarzende Kinder! Ich bin nicht angemeldet. Tanzende schwarzende Kinder! Ja! Merkel Kachbar! Siehst du dich gerade an? Hahaha! Diesel hatte ich gerade in seinem Facebook-Account an. Ja, dumm ist so, dass ich nicht das Passwort, ich kenne das. Ha! Ja! Ja, es geht los! Diesel will sich gerade nicht ans Facebook-Account. Schwarzende tanzende Kinder! Als ob sie das ganze Passwort und so gerade eingeben. Mörder! Was? Das will ich. War das richtig? Das könnte sogar sein. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank an Aaron, der es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, der das Ganze hier nochmal ein bisschen lustiger gestaltet hat. Und vielen lieben Dank an auf dich. Jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Leute, ich beende jetzt hier schon das Video, bevor Gita gleich ganz komische Sachen gepostet. Und wir hoffen, wir sehen uns bei von unseren nächsten Videos wieder. Wenn es wieder heißt. Okay, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt ein cooler Spruch. Wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sagen wir dann zu Beginn unseres nächsten Videos. Was für ein schlechter Spruch. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ja, also wirklich Props, das haben die echt gut gemacht. Haben die mittlerweile auch schon die 2 Millionen erreicht? Ja, tatsächlich. Also das, ich muss sagen, das ist echt verdient. Das haben die Jungs auf jeden Fall verdient. Lass hier auch gleich mal ein Like da. Ja, ich hoffe, dass euch meine Reaction auf das Video gefallen hat. Könnt mir gerne natürlich auch Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, weil das ist halt mein erstes Reaction-Video. Da kann man halt noch nichts Perfektes draus machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert mich gerne. Und vergisst dann auch nicht auf die Glocke zu drücken, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis dann. Ciao.